Hermann, immer wieder erzählen die Künstler, man hat es gerade auch im Beitrag gehört, dass sie deshalb so gerne nach Golling kommen, weil man hier so gut essen kann. Es scheint fast so, als wäre den Künstlern deine Küche wichtiger als die Gage und das Publikum. Ist da was dran? Von beiden etwas, glaube ich. Es ist natürlich klar, dass ein Künstler seine Gage braucht, aber sie kommen zu uns mit Gagen, die wirklich mit den Normalen nichts zu tun haben. Und sie wissen und schätzen wirklich die Kulinarik, die sie bei uns genießen, als Teil der Gage. Und ich sage natürlich auch immer, da formen wir auch wirklich großartiges Souper auf mit großen Weinen und mit allem Drum und Dran. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Genauso wie das ja auch unsere Besucher genießen. Deswegen heißen wir auch Kunst- und Kulinarik-Festival. Begonnen hat das mit den Künstlern, die das so geschätzt haben. Und dann kamen die Sponsoren dazu und dann alle anderen Besucher. Und mittlerweile verbinden 80% der Festspielgäste die Kunst mit der Kulinarik. Ganz am Anfang haben wir die Künstler überhaupt nur fürs Essen gespielt, oder? Am Anfang einige Jahre. Nur für ein Menü bei uns mit den Weinen. Aber die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei.